Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Gerade in der heutigen Zeit sehen wir blutende Wrestler relativ selten, und wenn, ist daran eine Packung Kunstblut schuld. Viele Wrestling-Fans sind zudem der Meinung, dass es Blut braucht, um die Intensität bzw. Verbissenheit der Storyline zu zeigen. So gab es auch in der WrestleMania-Geschichte einige Matches, bei denen eine Menge Blut floss. Deshalb gibt es heute meine Top 10 der blutigsten Matches in der WrestleMania-Geschichte. Platz 10, Sergeant Slaughter gegen Hulk Hogan bei WrestleMania 7. 1991 gewann Hulk Hogan den Royal Rumble und durfte somit gegen den aktuellen WWF-Champion Sergeant Slaughter bei WrestleMania um den Titel antreten. Während des Matches wurde Hogan mit einem Klappstuhl getroffen, woraufhin sich eine klaffende Wunde an Hogans Kopf öffnete. Eigentlich war es kein harter Stuhlschlag, aber Hogan kannte sich anschließend so tief, sodass die Wunde stärker zu bluten anfing als angenommen. Beide Wrestler nutzten diese Wunde aber für ihren Charakter. So erzeugte Slaughter als Heel mehr Heat und Hogan bekam mehr Support von der Crowd, da er bekanntermaßen zu dieser Zeit als Face unterwegs war. Platz 9, Roddy Piper gegen Bret Hart bei WrestleMania 8. Bei WrestleMania 8 traf Roddy Piper auf Bret Hart um seine Intercontinental Championship in einem grandiosen Kampf. Während des Match öffnete sich bei Hart eine Platzwunde, die sehr stark zu bluten anfing. So sehr wie in diesem Moment hatte Hart noch nie in einem Match geblutet. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt bei der WWF offiziell verboten war, sich zu cutten, um so eine blutende Wunde herbeizuführen, tat dies Hart während des Matches. Hart bekam dafür aber keinen Ärger, da die Offiziellen dachten, dass dies ein Unfall gewesen sei. Fun Fact am Rande: Flair tat das gleiche am Abend, wurde aber während des Cuttes erwischt und durfte eine hohe Geldstrafe zahlen. Platz 8, John Cena gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 23. Bei WrestleMania 23 trafen die aktuellen World Tag Team Champions John Cena und Shawn Michaels um die WWE Championship aufeinander. In diesem Match machte Shawn Michaels Bekanntschaft mit dem Ringpfosten, woraufhin sich eine Wunde an Michaels Kopf öffnete. Im Laufe des Matches öffnete sich bei Cena zudem auch eine Wunde am Kopf. Aus dem Match konnte John Cena als Sieger hervorgehen und blieb WWE Champion. Platz 7, Undertaker gegen Ric Flair bei WrestleMania 18. WrestleMania 18 war die letzte WrestleMania unter dem WWF-Banner. Bei dieser trat der Undertaker auf Ric Flair. Im Laufe dieses DQ-Matches öffnete sich durch Faustschlägen des Undertakers bei Ric Flair eine klaffende Platzwunde. Durch die Gegenwehr von Flair fing der Undertaker während des Matches auch leicht zu bluten an. Letztendlich konnte sich der Undertaker in diesem Match durchsetzen und konnte so seine WrestleMania-Streak fortsetzen. Platz 6, The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania 17. Auch hier versuchte der Royal Rumble-Gewinner, sich bei WrestleMania den Titel zu holen. So traf Steve Austin auf den damaligen WWF-Champion The Rock, der sich kurz zuvor den Titel bei No Way Out 2001 gegen Kurt Angle holte. Hierbei handelte es sich um ein DQ-Match, was beide auch reichlich ausnutzten. Beide fingen während des Matches stark zu bluten an, was an mehreren Cuts beider lag. Wer das Match noch nicht kennt, der solle sich dieses Match auf dem WWE Network mal anschauen. Sehr empfehlenswert. Platz 5, Triple H gegen Shawn Michaels gegen Chris Benoit bei WrestleMania 20. Bei WrestleMania 20 gab es ein Triple Threat Match zwischen dem aktuellen Royal Rumble Gewinner Chris Benoit, dem aktuellen Champion Triple H und Shawn Michaels. Nachdem der Heartbreaker Kid mal wieder Bekanntschaft mit dem Ringpfosten machte, öffnete sich bei ihm eine klaffende Platzwunde. Der Grund, warum Benoit nicht das Bluten anfing, war, dass geplant war, Benoit nach dem Titelgewinn mit Guerrero feiern zu lassen und da eine Platzwunde einfach nicht gepasst hätte. Platz 4, Steve Austin gegen Bret Hart bei WrestleMania 13. Am Anfang dieses Submission-Matches war Bret Hart das Babyface und Austin der Heel. Während des Matches drehte sich aber der Support der Crowd und Austin bekam diesen. Grund dafür ist, dass Austin im Sharpshooter nicht aufgab und zudem auf eigenen Beinen die Halle verließ. Die Szene, als Austin mit einem blutüberströmten Gesicht in Hart Sharpshooter war, wird wohl niemand vergessen, da diese Szene in die Geschichte einging. Platz 3, Hulk Hogan vs. Vince McMahon bei WrestleMania 19. Bei diesem Match kramte die WWE mal wieder in der Phrasenkiste und holte die Phrase 20 years in the making ans Tageslicht. So trafen Vince McMahon und Hulk Hogan bei WrestleMania 19 aufeinander und bestritten eine regelrechte Schlacht, die am Ende fast 20 Minuten dauerte. Nachdem Vince von Hogan mehrere Stuhlschläge abbekam, fing dieser sehr stark das Bluten an. Irgendwann aber schlug Vince zurück und attackierte Hogan mit einem Monitor und ebenfalls einem Stuhl. Daraufhin öffnete sich bei Hogan ebenfalls eine Wunde, die aber nicht so groß wie bei Vince war. Im Großen und Ganzen war das Match eigentlich sehr unterhaltsam, am Ende konnte sich der Hulkster durchsetzen. Platz 2, Triple H gegen Batista bei WrestleMania 21.
Als Batista den Royal Rumble 2005 gewann, dachte eigentlich niemand wirklich, dass das Match Triple H gegen Batista um die World Heavyweight Championship bei WrestleMania überhaupt stattfinden wird. Grund für diese Annahme war, dass Batista zu dieser Zeit noch Teil der Evolution war. Doch während der Vertragsunterzeichnung turnte Batista gegen die Evolution und unterzeichnete den Raw Champion Titel Match Vertrag. Die Szenen waren danach zudem noch im Titantron von Batista. Bei dem eigentlichen Match bei WrestleMania 21 wurde es dann richtig blutig. Wahrscheinlich um die bittere Rivalität zwischen den beiden besser zeigen zu können, cuttete sich Triple H und stand daraufhin Minuten später blutüberströmt im Ring. Das Match gewann übrigens Batista und wurde neuer World Heavyweight Champion. Platz 1. Edge gegen Mick Foley bei WrestleMania 22. Dieses Match gehört wohl zu den brutalsten WrestleMania Matches überhaupt und ist nicht umsonst auf Platz 1 der blutigsten WrestleMania Matches. Bei WrestleMania 22 trafen Mick Foley auf Edge, der Lita dabei hatte. Während des Matches der beiden bekam man schnell den Eindruck, dass beide vorhaben, den jeweils anderen umzubringen. Stacheldraht, Reißnägel, Stühle, Tische und sogar ein brennender Tisch waren mit dabei. In diesem Match gab es eigentlich alles, was einem Hardcore-Fan das Herz höher schlagen lässt. Dass beide aus dem Match ohne Blutvergießen kommen könnten, dachte eigentlich niemand. Selbst bei Lita, die eigentlich bei dem Match nicht großartig beteiligt war, kam etwas Blut aus dem Mund der heutigen WWE Hall of Famerin. Das waren nun meine Top 10 der blutigsten WrestleMania Matches. Irgendwas vergessen? Schreibt es in die Kommentare. Hier geht es nun zu meinem letzten Video, einer Top 10 Liste der größten WrestleMania Schocker. Ebenfalls geht es hier zum Video meine Top 10 der coolsten WrestleMania Einzüge. Für alle Desktop-User einfach auf die Videos klicken, für alle Mobile-User einfach auf das i oder den Links in der Beschreibung klicken. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, wann ihr dieses Video schaut und ciao!